Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik. In 5 Minuten geht es um den Casio FX991DE X Class Witz und zwar mit der Permutation. Also stellt euch mal vor, ich habe hier 20 verschiedene Stifte und aus diesen 20 verschiedenen Stiften nehme ich mir hier diese 4 raus und die kann ich ja hier entsprechend anordnen. Und wie viele Möglichkeiten gibt es von diesen 4 Stiften, die ich mir aus meinen 20 rausziehe, die anzuordnen? Das Ganze funktioniert mit der Permutationstaste. Die ist hier versteckt unter dem Mal. Dazu muss ich jetzt hier sozusagen mir sagen, okay, ich habe 20 Stifte und dann Shift Mal, dann kommt hier dieses P für Permutation und dann sage ich, okay, 4 ziehe ich raus und wie viele Möglichkeiten gibt es jetzt, diese 4 anzuordnen? Natürlich kann ich auch andere 4 rausnehmen, muss ja nicht hier, kann ja auch was weiß ich, ein gelber sein oder sonst was. Wenn ich das hier mache, komme ich auf 116.218 verschiedene Möglichkeiten. Meine 4 Stifte aus den 20 hier anzuordnen. Also sind gigantische Zahlen natürlich, aber für die Stochastik ist so ein Taschenrechner immer auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Also nicht Taschenrechner, sondern die Funktion eine Empfehlung wert. Und ja, in diesem Sinne kann ich nur noch sagen, hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch, hier oben könnt ihr abonnieren und hier geht es weiter zu einem weiteren coolen neuen Video. Also macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen, euer Alexander Training in 5 Minuten. Tschüss!